Moin Leute, am Start. Heute haben wir eine kleine Reise und zwar Do Good Tag nennt sich das. Wir machen heute einfach nur was Gutes aus Bock und Laune. Und wir werden jetzt Richtung Worms fahren. Casanova Projekt für suchtkranke Menschen. Wir werden da mal vorbeischauen, die Leute mal besuchen, mit denen mal ein bisschen reden und eventuell auch ein bisschen trainieren, essen und so. Und ja, ich hoffe, es wird ein cooler Tag. Also ich heiße der Tilmes und bin rauschgiftabhängig, schwerst rauschgiftabhängig und ganz ehrlich gesagt, ich komme nicht klar im Moment. Ja, ich bin der Marco. Ja, ich bin süchtig auf jeden Fall. Ja, ich habe Drogenprobleme gehabt und so. Jetzt 12 Monate im Knast gesessen, 69 Kilo gehabt. Okay. Vom Speed-Sorten, Koks und Ace gespritzt. Letzten 4 Jahre. Ich hab erstmal mit Drogen, so wo ich 13, 14 war, habe ich angefangen. Erstmal kiffen und so. Das habe ich 2-3 Jahre lang gemacht, immer so Augen aufgemacht, erstmal die Bongo geholt, erstmal ein paar Mal reingezogen, dann zur Schule gegangen, Schule wieder gekifft. Und immer drauf. Und dann ging es weiter, nach 3-4 Jahren ging es weiter mit so chemischen Drogen, das fand ich dann richtig geil. So Koks, Ecstasy besonders, das ging mir einfach ab. So. Ich kenne dieses Drogenleben, es geht immer so, volle Kanne. Ja. Es ist zwar geil, weil es ist einfach, du hast hier eine Line. Und du weißt, diese Line ziehe ich jetzt und in 2 Minuten geht es mir geil. Das ist einfach, ja, das ist so da, das ist direkt da, weißt du? Du musst dafür nicht hart arbeiten, du musst dafür nicht irgendwie viel tun. Die Line ist hier und du weißt, ich ziehe das jetzt und in 5 Minuten habe ich es, ja. Und dann denkst du, okay, am nächsten Tag wieder, ist doch einfach, ja. Aber im Endeffekt, das ist doch voll, wir sind alles, dieses Klarsein, dieses Frischsein, dieses einfach mehr Bewusstsein, klares Denken. Im Endeffekt lohnt sich das. Meinst du, Fitness hat dir geholfen, da ein bisschen, dass du da ein bisschen Ablenkung hast oder ein bisschen irgendwie da rauszukommen? Also, hier vorher war ein Fitnessraum, in Therapie war ein Fitnessraum und den habe ich so oft besucht, wie es ging. Ja? Ja? Sehr toll. Also für mich war das auch so, dass Fitness praktisch als Ersatz eingesetzt wurde. Ja. Der Fitnessraum ist offen, man kann von morgens bis abends da reingehen. Der Satilmitz war es, glaube ich, hat mal zu mir gesagt, weißt du, ich habe den Fitnessraum direkt vor der Nase. Ich könnte reingehen. Ich könnte aber auch in einer Stunde reingehen. Das ist immer so, glaube ich, ein Problem hier, dass der Fitnessraum wirklich immer da ist und dass man sich jetzt aufraffen muss, reinzugehen. Ah, okay. Ja, vielleicht muss man das so ein bisschen ins Programm mit reinnehmen. Das ist ein Team. Also es gibt einige Übungen für zu Hause, die man machen kann. Und auch mit so, sag ich mal, das ist jetzt, ich will nicht sagen, aber das ist ein armes Fitnessstudio sozusagen, ja. Aber selbst in so einem Fitnessstudio kann man einen ordentlichen Körper aufbauen. Ja, ich habe 3 Jahre am Stück, also jeden Tag volles Programm, Drogen konsumiert. Hat auf jeden Fall ziemliche Schäden irgendwie ein bisschen hinterlassen so. Ich hab da auch einen Tag, da sind leider Tränen geflossen und so, weil ich einfach intensiv gegrümelt habe und nachgedacht habe, was habe ich überhaupt im Scheiß gebaut. Also jetzt stehe ich zum ersten Mal auf eigenen Beinen. So und ist auf jeden Fall eine krasse neue Erfahrung. So. Ja. So und aber mir gefällt's. Tag erfolgreich beendet. Es war sehr schön mit den Jungs und die waren alle, ich war positiv überrascht, dass die alle so offen waren. Ich glaube schon, dass ich ein bisschen die Jungs motiviert habe zum Trainieren, weil die haben da schon ein bisschen zugehört und ein bisschen auch mitprobiert, waren ein bisschen fasziniert und ich habe halt über meine Vergangenheit und so gesprochen. Von daher fand ich das ganz gut und ich hoffe, dass das wird auch ein paar Spuren hinterlassen bei den Jungs. Dieses Video zählt als dieses, wie sagt man, Do Good Tag. Das sollte so eine Serie von Videos sein, die man dann einfach nur macht, um irgendwas Gutes zu tun. Und wir haben heute 500 Euro gespendet an das Institut Casanova, jetzt wo wir waren. Und ich nominiere 3 YouTuber, und zwar Flying Uwe, du bist jetzt nominiert, irgendwas Gutes zu tun.
Und ist egal, was es ist. Du kannst von mir aus einen Kuchen backen, kannst den irgendwo zu deiner Oma geben oder sonst was. Mach einfach was Gutes und post ein Video. Ich nominiere Artium und ich nominiere den Tubo Alex. Macht was Gutes, irgendwas, coole Videos und postet es. Ansonsten, alle meine Fans können mir auch gerne Videos schicken. Und derjenige mit dem coolsten Video wird dann mit mir ein Training gewinnen, einen Tag mit mir verbringen und wir werden zusammen chillen. Und das war's auch. Wir sind jetzt auf dem Heimweg, ich ziehe mir gleich einen Shake ran, dann gehe ich ins Training. Bei so einem schönen Wetter, auf jeden Fall mit dem Quad. Bis dahin, zum nächsten Video. All on out.